Mykonos 2022. Wir sagen Dankeschön. Hallo, ich bin Emily und ich freue mich auf Mykonos. Hi, ich bin die Alexa und ich freue mich auch auf Mykonos. Guten Morgen. Mein Bester, auf alles. Hey Nico, ganz kurz, solltest du Hilfe gebrauchen? Was? Sag mir gerne Bescheid. Ich nicht schon aus. Nein. Drei Stunden Verspätung ist schon hart. Ne? Fühlt sich an wie Deutsche Bahn. Schöne Uhr haben Sie. Thank you, sir. So, willkommen dann an dem wunderschönen Abend hier, ja, in Mykonos. Und ich würde gerne einmal ganz kurz anstimmen. Marc Eggers, bitte. Jodi. Alles klar, Entschuldigung. Ey, Stück Scheiße. Wisst ihr, was mich am meisten freue? Diesen lustigen, anders guten jungen Trimax. Hallo. Hallo. Was? Hallo. Ich bin schon komplett voll. Happy Birthday, Mykonos! Und schon wieder der Arme. Ich probiere die Kamera. Das ist nicht unser Block. Ladies and Gentlemen. Oh. Das ist nicht deine Kamera, das ist meine. Ja. Happy Birthday to you. Hey, alles Gute, Marc. Ganz kurz, gute Nacht. Bis morgen. Es reicht jetzt wirklich. Ich habe meinen Apfel geholt. Sebastian. Keine Ahnung. Entschuldigung. Sorry. Weißt du, wie Ravi heißt in Nacht? Ah, I don't know. I don't talk your language. Thank you. Hey, nochmal hier. Riesen Dankeschön an Marc Eggers. Ey, vielen Dank, Marc Eggers. Hey, kannst du ganz kurz beschreiben, warum du schon wieder insolvent bist? Das Problem ist immer bei mir, ich bin immer so am schmalen Grat. Entweder bin ich sehr reich oder ich habe gar nichts. Und dann fliegst du halt nach Mykonos und dann war es auch schon wieder. Ja, genau. Das sind halt immer diese Schwankungen und dann überkommt es mich wieder. Ja. Und dann gebe ich halt gestern Abend diese 45.000 Euro für diese Flasche Champagner aus. Das war Mickey. Ach so, stimmt. Ey, Max, ich habe dich noch nie so gierig auf den Bier gucken sehen. Ja. Nö. Haben wir auch halb eins schon, ne? Aber es ist Hey, ja. Hallo. Hey, was machst du? Die Ohren hat er, oder? Alle raus. Hey, yo, was rockst du heute? Yo, der hat irgendeinen Typ so ein Hemd gegeben, Mann. Hey Marc, kannst du ganz kurz bitte beschreiben, was wir jetzt tun? Wir gehen jetzt alle zusammen in den Beachclub, alle zusammen. Dann meine ich wirklich, wir sind glaube ich 17 Leute. Bevor wir jetzt losfahren, es ist 1 Uhr, wir sind alle auf nüchternem Magen und haben gefühlt schon 25 Bier getrunken. Guck mal, dieser Scheiß-Song ist ein Jahr alt, Alter. Ein Jahr und das sind wieder vom gleichen Art, das sind gleiche Psychosen wie letztes Jahr. Ehrlich jetzt, ich kann das nicht. What do you do for a living, man? Yeah. Tell me. You know, real estate. Real estate. Yeah, yeah. Real estate? Yeah, real estate. Is this your car? It's my car. How much is it, man? It's a little bit. So preislich hier, ja, 1.000, 3.000 Euro, ne? Aber jetzt hat's hier eine Flasche. Riesensalat oder? Sind die dumm? 11.000 Euro? Das ist einfach mein Jahresgehalt. Ich meine, ich verdiene 11.000 Euro im Jahr. Warum bist du hier? Weiß ich nicht. Ein kurzer Finanztipp für die Community, bitte. Immer gucken, dass das Geld so nicht alles gleich weg ist. Ja, und hier lernt man halt auch einfach nur was. Da kommt man halt voran, ne, mit Content. All I want, forget you. Mal ganz kurz, das sieht hier so krank aus, so wunderschön hier. Großes Privileg hier zu sein, noch größeres Privileg, damit Geld zu verdienen hier zu sein. Andrew fucking Tate! Andrew fucking Tate! Wir brauchen erst einen Wassertisch. Das, was Trimax sagt, brauchen einen Wassertisch. Arbeitest du hier oder was? Ich bin am Arbeiten. Ich hätte gern ein Beachbar-Table. Ja, mache ich dir sofort fertig. Kann ich kurz rein? Bist du sicher, dass sie hier hingehören? Ja, ich gehöre hier hin. Der spinnt komplett, Mann. Moderier schnell an, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zurück in die Villa, weil hier kosten, wir wollten liegen nehmen. Ja. Und die kosten 2.500. Falsch, 2.500. Mindestens 500 Euro Miete. Das sind insgesamt, rechne kurz nach, 3.000. Let's go, Junge, du bist ein King. Und deshalb gehen wir jetzt in den Pool.
Schwanz! Nee, okay, war zu viel. Runter, anheben, anstoßen, runter, hoch, anheben, anstoßen, runter, runter, hoch, anheben, anstoßen, runter! Hey, jetzt mal ganz kurz für alle, die denken, wir würden hier nicht arbeiten. Max? Was machen wir? Wir versuchen seit einer halben Stunde die Gewichte auf dieser Holzdeko-Schildkröte zu platzieren. Ja, damit die mal runtergeht, damit, damit der Kopf auch mal unter... Oh. Das ist jetzt wieder richtig schwer, das vom Grund zu holen. Guck mal, so ertrinkt sie wenigstens, weißt du? Ihr müsst euch vorstellen, alle denken die ganze Zeit, wir arbeiten hier richtig hart. Wir versuchen seit einer halben Stunde eine Holzschildkröte zu ertrinken. Max, bist du da? Ja. Hast du genug Luft geholt? Ja. Oder nehmen wir bitte kurz ab. Der Vlog ist zu Ende. Der Vlog endet jetzt hier. Wir werden noch einen schönen Abend haben, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss. My program is the best program.